zusammen. Also heute einmal meine Kunstmappe. Genau. Ich habe mich beworben fürs Lehramt Kunststudium Zweifach Bachelor GYMG und musste dann dafür natürlich eine Kunstmappe erstellen. Habe eine Mappe in Größe A3 gewählt und sie wurde auch angenommen. Sehr schön, ne? Genau, und meine Themen in der Mappe waren halt hauptsächlich einmal Mensch und Porträt, dann so ein bisschen Landschaft, Pflanzen und als letztes dann noch so ein Obst. Genau. Sind jetzt nicht so gerade die aufregendsten Themen, aber ich habe mir halt vorher durchgelesen, was so gefordert ist und in erster Linie war es wichtig, dass man halt Sachen aus seiner direkten Umgebung zeichnet und malt und nicht irgendwie Sachen von Fotos abzeichnet. Das war halt für sie entscheidend, dass man halt wiedergibt, wie man selber seine Umgebung wahrnimmt. Genau, und das halt, wie man selber die Welt sieht und wie man diese dann in künstlerische Form wiedergibt. Das war so wichtig für das Bestehen der Prüfung. Genau, dann werde ich einfach mal starten. So, angefangen habe ich halt dann, also die Reihenfolge ist jetzt nicht mehr genau die gleiche, wie es dann da war. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe angefangen auf jeden Fall mit Selbstporträt. Genau, normalerweise bin ich auch so ein Mensch, der ganz exakt so die Gesichter ausarbeitet mit Bleistift und alles genau wiedergibt, jede kleinste Falte. So, aber das wollten die halt nicht sehen, ne? Die wollten halt, da habe ich mir so gedacht, okay, bin ich mal jetzt einfach so spontaner, habe ich mir den Spiegel hingestellt und dann mit Wasserfarbe sogar einfach mal drauf losgelegt. Und besonders schön finde ich jetzt an dem Bild, wie gesagt, da sind kaum irgendwie ausgearbeitete Strukturen zu sehen, finde ich halt irgendwie den Ausdruck und wie das Ganze ins Bild gesetzt ist, ne? Ja, genau, also einmal ein Selbstporträt. Danach habe ich noch ein Selbstporträt gemacht, auch vor einem Spiegel. Wieder sehr einfach gehalten und ganz zügig drauf losgearbeitet, was ich so eigentlich nicht von mir kenne. Ja, aber trotzdem scheint es irgendwie angekommen zu sein. Und dann habe ich hier auf der Seite dann nochmal so ein bisschen, ja, spielerisch irgendwie meinen Schatten oder was das auch immer sein soll, mit der Farbe, die noch am Pinsel war, einfach hingezeichnet. Ich mag halt den Ausdruck von diesen zwei Arbeiten ganz gerne. Dann noch ein Selbstporträt, auch wieder vorm Spiegel. Hier habe ich halt so meine Lieblingsfarben verwendet und ich wollte eigentlich schon immer mal blaue Augen haben. Deswegen habe ich, mal gucken, wie das hier so mit dem Licht klappt. Dass man auch, genau. Ich wollte immer mal blaue Augen haben. Deswegen habe ich mir einfach mal blaue Augen gemalt. Und ja, jetzt kann man es leider nicht so ganz gut sehen, weil ich jetzt auch nicht die perfekte Kamera habe, wie die Farben so miteinander gemixt sind. Ich habe halt unten drunter Acryl genommen, Acrylfarbe, und dann obendrauf habe ich mit Acrylmarker gearbeitet und auch recht zügig. Wichtig ist halt denen, dass du halt zeigst, wie du arbeitest, welche Strichführung, welchen Duktus man so hat, ne? Ja. Mag ich auch den Ausschnitt ganz gerne. Ja, so dann so typische akademische Übungen, die Augen in verschiedenen Ausdrucksstärken, einmal irgendwie eine wütende Person, dann eine erschrockene Person. Also es sind jetzt auch nicht die besten Augen, nicht ausgearbeitetsten Augen, aber ich glaube,
Die sind noch doch noch angekommen, weil sie halt unterschiedliche Ausdrücke widerspiegeln. Genau, hier oben dann auch einmal mit Kohle. Noch eine Arbeit, das habe ich das erste Mal ausprobiert zu dieser Zeit. Das bin ich, diesmal ich. Und man sieht auch, man sieht halt, dass die Komposition, also das Gesicht halt nicht wirklich harmonisch aussieht. Die Augen sind viel zu groß und der Mund auch. Aber ich fand halt das mit der Technik ganz nett, wie dann meine Lieblingsfarben so hinten im Hintergrund einmal mit Öl aufgetragen und dann mit Kohle, ich meine, es war Kohle? Kohle und Kreide bin ich dann halt, habe ich halt die schwarzen Linien gesetzt, wodurch dann das Gesicht hervortritt. Genau. Und hier halt so ein bisschen gezeigt, dass man sich auseinandersetzt mit den, ja, dem Aufbau eines Gesichtes, was man eigentlich nicht im Endeffekt nicht machen braucht, habe ich gehört. Das mag ich besonders gerne. Das habe ich mal in der Übung mitgemacht. Hier wieder Aquarell. Und ich muss noch mal gucken. Das ist halt, finde ich schön, weil man so richtig cool irgendwie die verschiedenen Schichten des Aquarells übereinander gelegt hat und dementsprechend dann in den helleren Bereichen die Schichten darunter durchschimmern. Und ja, ich mag dieses Bild. Auch nicht hundertprozentig fotografisch realistisch abgemalt. Aber es war auch sehr leicht, also so eine lockere Strichführung. Musste halt immer gucken, wo der Licht und Schatten liegt. Genau, das habe ich gerne gemacht. Ja, und dann auch wieder was Akademischeres. Hände zeichnen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich werde das bestimmt nicht richtig gut hinkriegen, weil wenn ich immer wieder mal so Hände mir vornehme, dann sehen die in so Ganzkörperporträts immer so scheußlich aus. Aber, was soll ich sagen, das ist meine Hand. Das ist eindeutig meine Hand. Ich finde sie wunderbar. Eigentlich muss ich erst auch so rumhalten. Genau. Und genau, und dann habe ich nochmal meine Hand gezeichnet, wie ich selber eine Hand zeichne. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett. Genau. Also Hände. Und dann als nächstes ein kleines Selbstporträt. Was ist mit dem Licht? Genau, ein kleines Selbstporträt. Ich in irgendeiner komischen Klamotte, wo ich mir halt den Pulli über den Kopf ziehe. Ich habe es halt mit reingelegt, weil ich es irgendwie ganz sympathisch finde. Irgendwie was Erzählerisches auch. Fand ich so ganz nice. Genau. Und dann ein kleiner Junge. Ja, der scheint mir so gerade. Ach, das mit dem Licht ist jetzt nicht optimal. Ein Junge, der halt gerade laufen lernt in Aquarell. Hier mag ich halt die besonders gerne, die ja, die wieder diesen Duktus, ne? Das ist halt auch das Wichtigste irgendwie, dass die sehen, wie du mit den Materialien arbeitest. Ist nicht ausgearbeitet, sondern einfach lasiert, immer wieder so Farbnuancen reingeben. Und den Ausdruck fand ich ganz cool von dem Kind. Dann noch mehr Skizzen, wenn man sie denn sieht. Würde ich sagen, ist so die freiste Sache in der ganzen Mappe. Und man soll halt auch Skizzen reintun. Ich glaube, ich habe eigentlich viel zu wenig Skizzen reingelegt. Man sieht halt hier, ne, dass das überhaupt nicht ausgearbeitet ist. Und so
Ja, wir wollen halt einfach sehen, wie du vorgehst, ne? Und ich finde, bei dem zum Beispiel ist ja eigentlich ausgearbeitet, aber ich finde das schön, dass man so mitkriegt, wie die Kopfdrehung ist. Hier finde ich den Blick ganz cool, ne? Hier finde ich dieses Erstaunen schön. Hier so auch so eine Perspektive, einfach mal von unten das Gesicht zu betrachten. Von unten schräg. Und das hier unten mag ich irgendwie, weil da habe ich mal dann sozusagen einen Fineliner genommen. Hier habe ich ja eher so wieder wässrig gearbeitet. Und wie sich das dann verändert, je nachdem, welches ja, welche Materialien man so nimmt, ne? Genau. Finde ich so etwas zarter, aber trotzdem irgendwie durch den Ausdruck sehr ansprechend. Jojo. Genau. Dann hatte ich mal einen Kurs belegt in Abzeichnen. Und dann sind so bestimmt 20 Stück entstanden. Habe jetzt aber erstmal nur zwei Sachen reingelegt. Beides mit Kohle gemacht. Und ich finde halt, es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn ich das, den Eindruck immer hatte, ich habe viel zu wenig aufs Blatt Papier gebracht, finde ich immer den Ausdruck, der dann in den Figuren zu sehen ist, finde ich ganz nett. Die Haltung der Figuren und so ein bisschen so die Schattenpartien, das finde ich gut. Ich überlege auch noch, diese anderen Akte so ein bisschen auszuarbeiten und dann nochmal eine extra Reihe rauszumachen. Hier das zweite. Da finde ich noch zusätzlich, also wieder gute Positionierung, guter Ausdruck. Und zusätzlich finde ich das hier noch interessant, wie das Material Kohle ja irgendwie eine Akzentuierung bekommt. Also hier ist so die Materialität auch sichtbar. Materialität des Materials. Genau. Ja. Also ich habe das halt auch Pluspunkt gemacht, dass man halt irgendwie so Akte mit reinbringt. Dann, genau, ich bin, man sollte, könnte ja auch immer mal Fotografien reinsetzen in so eine Mappe, bin aber nicht so ganz mit Plastik und Fotografie bewandert und ist auch nicht so ganz mein Metier bisher. Deswegen habe ich nur eine Plastik reingebracht, und zwar dieses Modelliermasse-Paar. Das sollte eigentlich ein Tänzerpaar werden, was jetzt nicht so rüberkommt. Aber irgendwie mag ich es doch, weil es so ein bisschen filigran ist und die Linien zueinander stehen sehr schön. Ja. Gut, dann kommen wir mal eher zu diesen Naturmaterialien. Hier zwei Bilder, die gehören zusammen. Das sind natürlich Muscheln, wie man sieht. Und hier unten kann man jetzt leider wieder Gottes nicht so gut erkennen. Habe ich Muscheln gezeichnet, gar nicht, also mit Radiergummi. Also die Strukturen wurden mit einem Radiergummi frei radiert. Finde ich ganz nette Technik, könnte man mal intensivieren. Genau, und damit hat man halt auch nochmal gezeigt, wie man so mit einfachen Dingen Licht und Schatten so darstellen kann. Ne? Genau, beides sind so Bleistiftzeichnungen. Ja. Mag ich irgendwie. So, jetzt kommen wir zum Thema Pastell. Also man sollte ja echt versuchen, wirklich verschiedene Maltechniken anzuwenden. Und ich finde Pastell bei anderen Menschen, also anderen Küssern, immer total schön und toll. Nur ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich meine, okay, es ist ein Baum. Aber ich finde, er hat keine Lebendigkeit. Also mir fiel es total schwer, irgendwie dunkle und helle Partien zu erzeugen, und ich
saß er dran und, ach, oh, komm schon jetzt, oh, Pastellkreide, du musst jetzt mal ein bisschen was Schimmerndes hier reinbringen, ne, so. Aber irgendwie ist nicht so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Na gut, vielleicht habe ich auch die falsche Pastellkreide. Keine Ahnung. Hier nochmal was mit Pastellkreide. Ich finde, das ist das zweitschlechteste Blatt in dieser Mappe. Aber na gut. Vor allem auch das Thema, ne? Ich bin eigentlich gar nicht so blumig. Ich habe da wirklich bei diesen Sachen, habe ich wirklich nur was genommen, um was für die Mappe zu haben. Um Sachen zu haben, die ich direkt sehe, weil die Blumen habe ich mir sogar extra gekauft und hingestellt und dann abgemalt. Da mag ich dieses Blatt schon ein bisschen mehr. Auch so diese Übergegenüberstellung von ausgearbeitet und Umrisslinie. Und hier mag ich auch die Blume etwas lieber. Da finde ich, kommt irgendwie realer drüber, so im Kontrast zu den einfachen Blättern, einfach dargestellten Blättern. Ja, genau. Das ist eigentlich okay. Und jetzt kommt das absolute schrecklichste Bild der ganzen Mappe. Dieses hier. Genau. Wir wohnen in der Nähe eines Flusses. Und ich habe mich tatsächlich dann da hingesetzt und habe diese Flusslandschaft gezeichnet mit Pastell. Aber ich finde, keine Tiefe, nix, ist nicht mein Ding. Also, ich glaube, mit der Pastellkreide werde ich auch nichts Besseres hinkriegen. Es sei denn, ich hole mir nochmal richtige Pastellstifte. Gut, dann, wie gesagt, Fotografie ist eigentlich nicht so meine Sache. Aber ich hatte da verschiedene Fotos, Aufnahmen von unterschiedlichen Naturgegenständen gemacht und habe mir dann so gedacht, dann kombiniere ich das mit der Malerei. Und ich war dann wirklich auch in dieser Straße, denn diese Straße vielleicht bei uns da um der Ecke, die Hausfassaden führen halt hin zu dem Waldstück. Ach ja, und dahinter hatte ich ja auch noch was. Hier habe ich nochmal die einzelnen Hausfassaden etwas aufgebröselter mit Bleistift vorgezeichnet. Hier einzelne Segmente der Fassade oder einfach nur Farbgebungen. Genau. Wir wollen halt sehen, dass man sich mit bestimmten oder einzelnen Themen etwas länger befasst. Und dies war auch in der nächsten Phase meiner Mappe der Fall. Denn dann habe ich mich beschäftigt mit, sieht man es, Mandarinen in der Tüte. Also ich saß da so rum, wusste nicht, was jetzt weitergeht und dann lag da einfach eine Tüte mit Mandarinen vor mir und ich fand es halt echt spannend, wie es halt so aussieht, die Mandarinen innerhalb dieser durchsichtigen Folie zu malen. Und genau, mit so einfachen Sachen kann man sich dann beschäftigen und da gut auch so die Falten, ups, Lampe, gut auch, ja, ich will es euch irgendwie besser zeigen. Ja gut, dann auch so die Faltengebung einmal zu üben und zu zeigen. Ne? Faltenzeichnung. Manch einer macht das mit einem Tuch. Ich habe es mit einer Tüte gemacht. Und das habe ich dann auch wieder in Varianten weitergeführt. Hier zweimal verschiedene Betonungen in der Zeichnung. Einmal irgendwie mehr das Kompakte zu sehen, ne? Die ganze Tüte und nur durchschimmern so die Mandarinen. Und dann irgendwie im Kontrast nochmal so dazu, richtig Kontraste zu setzen und die Mandarinen richtig hervorzuholen. Da machte ich auch gerne mit dem Radiergummi wiederum die Tüte zu zeichnen.
die Tüte auszuradieren oder herzuradieren. Genau, das Bild mag ich lieber. Okay, und dann habe ich das auch nochmal mit Farbe gemacht und zwar etwas verändert. So, ich nenne diese Bilder Splitterbilder. Ich habe sozusagen diese Faltengebung, immer wieder diese neuen Flächen, die sich durch die Falten ergeben, habe ich halt sozusagen immer als so Splitter. Da wo Schatten war, habe ich einen dunklen Splitter. Da wo es heller war, habe ich einen hellen Splitter hingesetzt. Das Ganze ist wieder Wasserfarbe. Genau, und ich habe das auch noch in mehrere Varianten, auch andere Farben, aber ich habe nur zwei davon in die Mappe reingetan. Genau, dass man auch nochmal so zeigen kann, dass man auch abstrakt arbeiten kann von naturgegebenen Objekten. So, ne? Hier auch wieder Wasserfarbe, finde ich ganz nett hier an der Stelle, dass man auch irgendwie ein bisschen den Eindruck hat, dass es doch noch eine Tüte ist. Und dann wollte ich noch eine andere Technik ausprobieren. Und zwar Linoleum, auch mit dem Tütenthema. Finde ich jetzt nicht so super gut gelungen. Aber da habe ich es halt auch wieder aufgebröselt. Ne? Die Linoleumplatte erst sozusagen die Umrisslinien der Mandarinen gemacht und dann immer mich weitergearbeitet, dann ein bisschen mehr von der Tüte und dann noch mehr von der Tüte und bis man dann zum Schluss nur noch so Tütenschema hatte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Missstand ist, dass die Farbe nicht so gut auf das Papier gekommen ist oder ob das ja irgendwie das Bild doch noch unterstützt, dass halt ja genau. Hier noch ein zweites Exemplar. Da auch noch mal hier auch noch mal drüber gegangen mit weißem Stift. Nochmal sozusagen reingemalt mit Technik. Und dann war ich überrascht, wie gut das doch funktioniert, wenn man mit Aquarell Paprikaschoten malt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Seitdem mag ich es, auch irgendwie Obst zu malen. Aquarell ist sowieso eine meiner Lieblingstechniken momentan bis jetzt. Ja, das mag ich. Und dann fing meine Apfelphase an. Ich habe Äpfel gezeichnet, die wiederum bei mir vor der Nase lagen. Hier einmal mit Bleistift und das dazugehörige Messer, mit Buntstift, sorry. Das dazugehörige Messer. Da mag ich besonders gerne die Farbgebung der Äpfel. Dass sie so, dieses Gelb finde ich total toll und auch dieses Fruchtfleisch. Und trotzdem irgendwie liegen die steril da, also mag ich. Auch das Format finde ich cool, gut aufs Blatt Papier gebracht, so. Und weiter geht's mit dem Apfel. Dann wieder verschiedene Techniken ausprobiert. Hier einmal Apfel mit Kohle. Da mag ich halt wirklich auch wieder dieses Format, wie der Apfel ins Bild gesetzt ist. Nicht besonders ausgearbeitet, aber passt irgendwie. Genau. Und da oben nochmal mit Kugelschreiber. Kleines Stillleben. Kugelschreiber finde ich jetzt nicht so spannend bisher. Ja. Aber wird trotzdem immer wieder mal verwendet. Genau. Und dann kommen jetzt noch zwei Sachen, glaube ich. Kurz. Ja, auch der Kugelschreiber. Auch wieder angeknabberte Birne und dieses Apfelstillleben. Genau. Und hier unten auch so die weiße Kante mal auszuprobieren. Zwischen Tisch und Frucht. Finde ich irgendwie schon ansprechend, aber trotzdem ist Kugelschreiber nicht mein Material. Und Stillleben, Passafarbe, das finde ich wieder toll. Irgendwie mag ich es auch, dass es unten voll ist und oben leer, auch wenn mir vielleicht bei einigen sagen würden, was ist denn das für eine scheiß Komposition.
Ich finde es gut. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass man auch was erkennt. Also genau, wir haben hier verschiedene Obste, die halt alle angeknabbert, geschält, geöffnet sind und genau, und da so die Farbgebung hinzukriegen und auch den Schatten dazu, fand ich schon nice, das zu machen. Ich mag es auch wenn es nur irgendwie eine Art Skizze ist, finde ich es ansprechend. So einfach dahin gefletscht oder so. So, dann noch eins, das ist irgendwie auch interessant, aber es flasht mich irgendwie nicht so. Hier die Kombination von verschiedenen Medien. Einmal Wasserfarbe und dann so das Kohlebleistift. Hinten so diese Teekanne, also so Glasbehälter, eine Flasche und dann hier eingelegt in so einem Stoff. Zunächst wollte ich glaube ich sogar, ich habe glaube ich angefangen mit dem Obst, das Obst zuerst auszumalen oder zu gestalten, farbig, und wollte glaube ich auch hier alles farbig machen, den ganzen Stoff. Aber wie gesagt, man kann auch mitten in der Zeichnung einfach mal aufhören, wenn man etwas spannender findet als das, was man sich vorgenommen hat. Und last but not least, nochmal der Schnapsel. Das Blatt mag ich auch sehr, weil ich finde, also ich habe diesen Apfel wirklich gegessen, ne? Also das ist der Apfel, den ich an diesem Tag, als ich das Blatt gezeichnet habe, auch gegessen habe. Und ich finde besonders toll, wie das Fruchtfleisch halt dargestellt ist. So, also ich habe den Apfel sehr fein gezeichnet. Sehr, sehr feine Strukturen. No. So, dass da irgendwie, weil ein Apfel zu zeichnen ist halt immer so ein Wagnis. Wenn der nicht gut ist, dann ist es richtig scheiße. Und deswegen finde ich, er ist mir gut gelungen. Auch so diese Abfolge. Genau. Genau, das war's. Das war meine Mappe. Wie gesagt, ich habe bestanden. Bin auch sehr happy darüber. Dann habe ich natürlich auch noch andere Mappen später gesehen und habe mir so gedacht, okay, du hättest noch viel, viel mehr coole andere Sachen machen können. Aber egal. Ich habe es gut geschafft. Und genau, vielleicht, wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und vielleicht bis bald. Ciao!